Wart hier. Wart hier auf mich. Ein unbekannter Mann taucht 1828 in Nürnberg auf. Er war, wie man später erfuhr, in einem dunklen Verlies aufgewachsen, ohne eingehende Kontakte mit anderen Menschen. Sein Name Kaspar Hauser. Sind Sie fremd hier in der Stadt? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Vielleicht mit dem Brief da? Müssen Sie den irgendwo abgeben? Wie heißt er? An Herrn Wohlgeborenen, Herrn Rittmeister, bei der 4. Schwadron, beim 6. Schwolischen Regiment. Lassen Sie mal sehen. Also, das ist da vorne gleich. Nach dem Augustinergässchen um die Ecke. Kaspar Hauser soll sprechen, lesen und schreiben lernen. Brot. Brot. Da, nimm Brot. Gib's ihm einen Schluck Wasser. Julius. Der mag Wasser. Die weitgehende Abschirmung von menschlichen Kontakten hat seine Fähigkeiten zu lernen und zu denken verkümmern lassen. Daher kann er auch nicht sprechen. Mama, das ist doch leer. Da ist doch nichts mehr drin. Kommt doch nichts mehr raus. Leer. Leer. Das ist leer. Leer. Da ist doch nichts mehr drin. Kommt nichts mehr raus. Leer. 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 Nein, der Krug ist nicht leer. Das Bier drin. Schau mal, der ist voll. Schau, das ist nicht leer. Der Krug da, der ist leer. Da ist nichts drin. Der ist leer. Leer? Ja, leer. Was braucht ein Kind, um richtig sprechen zu lernen? Sprache, kognitive Leistung. Ein Kind braucht, um sprechen zu lernen, die soziale Anregung von vertrauten Bezugspersonen. Die Hauptrolle spielt dabei natürlich meist die Mutter, aber auch der Vater, Großeltern und manchmal Geschwister, vielleicht auch eine Tagesmutter, sind je nach Familiensituation wichtig. Dem eigentlichen Sprechenlernen gehen Phasen voraus, in denen Babys spontan und angeborenermaßen bestimmte Laute äußern. Diese Äußerungen erhalten von Anfang an große Aufmerksamkeit und werden von den vertrauten Personen erweitert und differenziert. Man könnte also sagen, sie werden spielerisch Richtung Sprache gebogen. Ein Teil der Laute, die spontan auftauchen, verschwinden bald wieder. Sie scheiden sozusagen aus und spielen für den Erwerb der Sprache keine Rolle mehr. Es gibt also drei Prinzipien des Lauterwerbs. Die Erweiterung des Repertoires, seine Differenzierung und schließlich die Auslese von Lauten. Regeln des Lauterwerbs: Erweiterung, Differenzierung, Auslese. Von Geburt an können Babys bereits ihr Unwohlsein äußern, durch Schreien, Wimmern oder Meckern. Ganz typisch ist, dass die Eltern bereits auf diese Äußerungen antworten. Und zwar sprachlicher Art oder aber auch, indem sie das Baby einfach hochnehmen. Erste vorsprachliche Phase. Hunger und Durst, körperliches und seelisches Unbehagen lösen das leise Wimmern oder das laute Schreien aus. Die Laute sind in den ersten Lebenswochen noch reflexartig, also festgekoppelte Reiz-Reaktionsverbindungen. Schreiende Babys lassen sich beruhigen. Säuglinge können natürlich nicht nur ihr Unwohlsein ausdrücken, sondern auch ihr Wohlbefinden. Zum Beispiel durch Schmatzen beim Stillen.
Hinzu kommt das Glucksen, während das Kind trinkt. Auch auf das lächelnde Gesicht der Mutter reagiert der Säugling mit kleinen Gluckslauten. Anke? Hallo? Nach dem ersten Monat wird das Lautrepertoire des Kindes allmählich größer. Es beginnt zu gurren. Zweite vorsprachliche Phase. Diese Gurrlaute werden tief in der Kehle erzeugt. Sie klingen wie Ä, Grä, Grüll und bestehen meistens aus Konsonanten und Vokalen. Monolog, das Kind wird dialogfähig. Was gefällt dir jetzt? Schon zu Beginn der Gurrphase entwickeln sich ausgefeilte Dialoge zwischen Säuglingen und ihren Bezugspersonen. Das Kind wird, so könnte man sagen, dialogfähig. Aber wie kommt ein solcher Dialog zustande? Das Kind spricht ja noch nicht. Die beiden Partner sind höchst ungleich in dem, was sie sozusagen in die Unterhaltung einbringen. Welche Strategien stecken also dahinter, wenn ein Säugling und ein Erwachsener so etwas wie einen Dialog führen? Sag mal was. Der Dialog entsteht durch ein Angebot der Mutter oder des Kindes. Zunächst ist der Säugling noch nicht in der Lage, seine Lautäußerungen auf den Partner abzustimmen. Das macht die Mutter. Sie benutzt zum Beispiel Silben, die den Lauten des Kindes sehr ähnlich sind. Außerdem spricht die Mutter möglichst in den Pausen, in denen das Kind keine Laute äußert. Daraus ergeben sich erste Dialoge. Diese folgen bereits einer ganz wichtigen Regel, nämlich, man fällt einem anderen nicht ins Wort. Bist du so beschäftigt? Dialog. Hier? Hier? Eine besondere Sprechweise, die man früher Ammensprache nannte, weil sie eben für die Ammen typisch war, scheint den Spracherwerb des Kindes zu unterstützen. Siehst du da hinten was anderes? Einzelne Laute werden sehr stark gedehnt und die Betonung wird enorm übertrieben. Da man dieses Sing-Sang-ähnliche Sprechmuster vor allem von Müttern hört, wird es im englischsprachigen Fachjargon auch Motherese genannt. Was gefällt dir jetzt noch nicht? Unterstützt den Lauterwerb, Ammensprache. Aha. Annike, was hast du jetzt entdeckt? Annike, guck mich mal an. Das Kind beginnt seine Laute denen der Mutter anzupassen. Ist irgendwas los? Du? Ist irgendwas los? Annike, guck mich mal an. Hier? Dritte vorsprachliche Phase. Das Kind bildet bald Silben aus einfachen Mitlaut- und Selbstlautkombinationen. Diese Phase geht über zum sprachlichen Stadium. Das Kind ist dann ein Jahr. Die ersten sprachlichen Äußerungen beginnen mit einzelnen Worten der Zielsprache. Mama, Papa, da. Worte.
Hallo wird von diesem kleinen Jungen ganz richtig mit dem Telefon in Verbindung gebracht. Die einzelnen Wörter stehen jetzt für ganze Sätze. Es sind Einwortsätze wie da, arm, wau wau. Einwortsätze. Das Wort Hallo heißt so viel wie ich telefoniere. Und das Wort Arm heißt ich will auf den Arm. Das Kind lernt, Wörter bestimmten Gegebenheiten zuzuordnen. Der Erwerb von Wortbedeutungen nimmt die gesamte Lebensspanne in Anspruch. Sehr bald nach den Einwortsätzen folgen die Zweiwortsätze. Hier versucht der Jüngere, den vollständigen Satz des älteren Bruders nachzusprechen. Achtung, fertig, auf die Plätze, Feuer, los! Achtung, fertig, auf die Plätze, los! Auf das Zweiwortstadium, das Mehrwortstadium. Sie klappert hier so. Ja. Mehrwortsätze. Was ist am Spracherwerb des Menschen angeboren? Angeboren ist dem Menschen die Möglichkeit, verschiedene Laute mit Stimmbändern zu erzeugen. Meine Füße sind gar nicht hier unten. Artikulationsorgane. Ja, ein paar Tage, ein paar Jahre noch. Wie alt bist du jetzt? Vier. Vier schon? Ja, im nächsten Jahr bin ich fünf. Menschen können Laute sehr fein abstufen. Ja. Tiere können das nicht. Da komme ich erst in die erste Klasse und dann in die zweite und die dritte. Anfang der 40er Jahre zogen Keith und Kathy Hayes Vicky in ihrem eigenen Heim auf. Es gab bereits andere Versuche, aber dieses war der erfolgreichste. Es begann mit bestimmten Lauten, ähnlich wie Konsonanten. Mach dies, Vicky. P, P, P. Ein anderer Laut ähnelt dem Buchstaben K. Setz dich, Vicky, komm her. Mach dies. K. Vicky muss ihre Hand über ihre Nase halten. Ein anderer ihrer Laute ähnelt dem Buchstaben T. Vicky, mach dies. T, T, T. Gut so, liebes Mädchen. Es war schwierig, ihr Vokale beizubringen. Und für einige der Konsonanten, wie zum Beispiel M, musste sie die Lippen richtig formen. Beachten Sie die körperliche Verkrampfung und die große Anstrengung. Nach 3 Jahren beherrschte sie 4 Worte. Am Ende des Versuchs von Keith und Kathy Hayes waren nur 2 Schlussfolgerungen möglich. Entweder war die Schimpansin für eine Form der menschlichen Sprache nicht geeignet, oder die beiden Hayes hatten das falsche Mittel gewählt. Aufgrund von Beobachtungen in Laboratorien und aus Berichten über das Verhalten von Schimpansen in der freien Natur wissen wir, dass diese Tiere fast alles mit ihren Händen machen können. Eine Sprache, die nicht von der Stimme abhängig ist, sondern die sich aus Gesten zusammensetzt, für Schimpansen geeignet sein muss. Zeichensprache ist eine natürliche Sprache, die von vielen Menschen benutzt wird. Als das Experiment mit Washoe begann, wurden Zweifel laut, ob die Zeichensprache tatsächlich als echte Sprache bezeichnet werden könne, selbst für den Fall, dass Washoe einige Zeichen erlernen würde. Louis Fans Eltern sind taub. Er selbst kann aber hören. Er arbeitete mehrere Jahre für das Nationale Theater für Taube und ist einer der besten Lehrer und Dolmetscher für Zeichensprache.
Das heißt hinaus. 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 Sie macht das Zeichen nicht nachlässig. Sie gleitet mit der einen Hand durch die andere. Hinein. Hier haben wir zwei Zeichen für hinein. Trixie und Washoe benutzen verschiedene. Dieses ist richtig. Washoe benutzt eins, das kleine Kinder verwenden. Hinein. Hier gibt Washoe das Zeichen für hinaus. Hinaus. Sprache muss nicht auf Lauteinheiten aufbauen, um den Namen Sprache zu verdienen. Es können auch Zeichen sein. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie mal bitte Feuer? Gehörlosensprache. Was heißt Feuerzeug? Gibt es da noch was anderes? Streichhölzer. Und wenn ich jetzt Kaffee trinke, was ist eine Tasse? Was bedeutet Tasse? Also. Und wenn ich jetzt aber den Unterschied zwischen Kaffee und Tee haben möchte. Kaffee. Also, und der Tee kommt vom Beutel. Und wenn ich jetzt Milch in den Kaffee haben möchte? Vom Melken und die Hörner von der Kuh. Ja. Klar. Und wenn ich nur wissen will, was eine Flamme ist? Flamme. Muss man sich merken. Gesten. Italiener legen häufig Daumen, Zeige und Mittelfinger zusammen. Mit dieser für sie typischen Geste untermalen und betonen sie ihr Sprechen und gliedern den Redefluss in Einheiten. Erhobener Zeigefinger, angelegter Oberarm und steifes Handgelenk. Das zeichnet die Gestik der Deutschen aus. Juden aus Osteuropa. Lockere Bewegungen aus dem Handgelenk. Italiener im Vergleich. Weit ausladende Gestik der Arme aus den Schultern. Italiener und andere nationale Gruppen sind nach ihrer Auswanderung in andere Länder nach Jahren noch an ihrer Gestik zu erkennen. Gesten können ungewollt auch Täuschungsabsichten verraten. Diese beiden Besucherinnen behaupten Kennerschaft und Interesse an einer modernen Skulptur. Ist für sich alleine da. Und er holt ihn im Grunde genommen nur aus dem Fels. Doch eine der beiden Frauen täuscht Interesse nur vor. Man sieht ja auch hier diese Natürlichkeit des Steines. Ja, man sieht die Täuschungsstrategien. Die bleibt so, wie sie ist. Ja. Ne? Welche der beiden Frauen heuchelt? Bitte sehen Sie genau hin. Er kaschiert also überhaupt nichts, sondern alle Arbeitsspuren bleiben erhalten und gehören einfach dazu. Ja, das ist unheimlich ausdrucksvoll. Ja. Die Mimik beider Frauen drückt Interesse aus. Und er nimmt es nur aus dem Fels raus und verpflanzt es eigentlich in eine andere Umgebung. Er ist also unheimlich natürlich. Man sieht also hier diese normalen, gewachsenen Formen. Ja, man sieht. Doch was vermitteln ihre Gesten? Das ist also ganz deutlich zu sehen. Was anderes ist es bei den Arbeitsspuren. Die werden also hier unterstützen die Hände die positive Mitteilung. Und setzt sie gegen die natürlich. Da untermalt die Gestik das verbal bekundete Interesse nicht. Zum Gegensatz zur Natürlichkeit des Zudem Wechsel von einem Fuß auf den anderen.
Philosophie dahinter. Hier die Natur des Steines und als Gegensatz dazu, dass der Eingriff des Menschen... Ihre Ablehnung will diese Frau nicht offen zeigen. Doch ihre Gesten verraten sie. Das heißt Schöpfung durch und eben hier platziert. Das ist also ganz unheimlich ausdrucksvoll. Ja. Hierarchie der kontrollierten Körperebenen, Gesicht, Gestik, Körperhaltung, Füße. Was versteht man unter der Kunst des Überredens? Entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie mal bitte auf mein Fahrrad kurz aufpassen? Auf Ihr Fahrrad aufpassen? Ja, ich habe kein Fahrradschloss dabei. Ich muss aber dringend ein Telegramm auf der Post aufgeben. Das dauert nicht lange, nur 10 Minuten. 10 Minuten? Nur 10 Minuten, bitte. Tut mir leid, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Der Radfahrer bat um eine Gefälligkeit. Doch diese wurde abgelehnt. Junge Frau, seien Sie so nett und machen ein Foto von mir. Ist auch schon alles eingestellt. Na klar, ja. Wenn's weiter nichts ist. Eine einfache und schnell zu erledigende Sache wird meistens gewährt. Ja, bitte recht freundlich. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Wo Sie doch so nett sind, können Sie mir nicht meinen Vogelkäfig über den Platz tragen? Mein Hotel ist gleich da drüben. Wenn wir uns beeilen, eigentlich muss ich in eine andere Richtung. Ach, es dauert auch gar nicht lange. Hab ich erstanden. Ah ja. Ist aber reizend von Ihnen. Mhm. Ach, wir sind ja auch gleich da. Obwohl die junge Frau nun einen Umweg machen muss, erfüllt sie der Älteren auch diesen Wunsch. Kurze Zeit später. Hallo. Hätten Sie jetzt mal Zeit für mich? Naja, okay. Aber nicht lange. Nein. Nun erfüllt die junge Frau die lästige Bitte, die sie zuvor abgelehnt hat. Was geht in ihr vor? Warum hat sie jetzt zugestimmt? Sie hat die dritte unangenehme Bitte schließlich doch erfüllt, da sie den beständig gestiegenen Anliegen ausgesetzt war. Mit der ersten leichten Bitte wurde die anfängliche Hemmschwelle zur Gewährung übersprungen. Eine Stimmung der Bereitschaft war geschaffen. Deshalb wurde die zweite Bitte leichter erfüllt. Entsprechend vorbereitet war die dritte, lästige Bitte durch die beiden anderen davor. Ohne die vorbereitende Wirkung der beiden anderen Anliegen wäre die letzte Bitte abgelehnt worden. Persuasion, die Kunst des Überredens. Marktforscher benutzen dazu einen Trick oder eine Strategie. Die Strategie besteht darin, zuerst einmal mit einer kleinen Anfrage zu beginnen. Entschuldigung, ich komme vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut der Rote Punkt. Ja. Haben Sie eine Minute Zeit für mich? Ich habe jetzt keine Minute ja, Zeit. Ich möchte doch, jetzt nach Hause ich glaube, gehen. Ich bin Sie sollten belastet. Mir vielleicht die ein oder andere Frage beantworten. Nee, Sie können mir bestimmt helfen, wenn ich Ihnen gerade mal das abnehmen darf. Die Anforderungen werden dann kontinuierlich gesteigert. Da können Sie die Sachen hinstellen, da haben wir auch ein bisschen was für die Kinder. Ich möchte jetzt einfach nur gerne stellen Sie einfach die Sachen mal hier hoch. Ja, wunderbar. Das nach vorne. Geben Sie her. Ich habe mal hier. Jetzt dürfen Sie bitte meinen Sport. Ja, dann
kommen Sie auch wieder, Ihren Speis. Kein Problem. Wir machen das ganz kurz. Sie sind bestimmt Beruf. Ich bin Hausfrau. Wunderbar. Der Vertreter hat mit diesem Trick die Frau zum Bleiben überredet. Diese sogenannte Fuß-in-die-Tür-Strategie führt oft zum Erfolg. Die Penatenschäme, weil ich ja auch ganz klein bin, habe, damit mache ich dann immer... Ja, ja, eine große Dose, 150 Milliliter. Ja. Und hier natürlich Schokolade, ne? Ja. Die esse ich dann immer abends. Ah ja. Ach, die Penaten, ja, die größere, ja, hier 150 Milliliter. Gibt es in vier verschiedenen Größen. Mhm. So, ja, dann werden wir am Ende. Warte, ich helfe Ihnen noch ein bisschen beim Einpacken. Ja, vielen Dank. So, haben Sie das? Das, Moment. Ja. Vielleicht auch noch den Persuasion, die Kunst zu überreden. Statt einer Minute hat ihm die Passantin schließlich eine halbe Stunde Zeit gewidmet. Der Regenwald. Nirgendwo sonst existiert eine solche Art.